Fangen wir an. Heute spielen wir ein bisschen Let's Build a Zoo. Da wird man sich noch daran erinnern, ich habe die Demo oder beziehungsweise die Preview-Version damals schon gespielt. In 3 Tagen oder 2 Tage, je nachdem, wann man das Video sieht, ist aber Release von dem Spiel, wo man, ich glaube, bis zu 300.000 unterschiedliche Zootiere durch genetische Veränderungen erzeugen kann. Und halt seinen eigenen kleinen Zoo baut in einer Pixel-Art-Geschichte. Also ein relativ kleines Indie-Team wieder. Wir starten einfach ein neues Spiel. Wen sollen wir einstellen? Avatar-Auswahl. Ich finde, die sehen von oben alle gleich aus. Rassist. Gib den Namen für dein Zoo rein. Nein, ich weiß gar nicht, wie der Duisburger Zoo heißt. Ich glaube, er ist einfach Duisburger Zoo. Oh, so lang kann er nicht heißen. Zoorama. Neue Aufgabe, Besuchersverwaltungsbüro. Hallöchen, mein Name ist Kathleen und ich bin im Moment der einzige Investor deines Zoos. Könntest du bitte in das Verwaltungsbüro kommen? Aufgaben? Ha. Erfüllt. Erste Aufgabe, baue ein Gehege. Jeder Zoo braucht Tiere, aber bevor du eine Lieferung von jeglichen Tieren annehmen kannst, musst du ein Gehege bauen. Aufgabe für diese Person erledigt, 1 von 12. Bauen. Ich schiebe mich mal schon mal auf die andere Seite, weil hier die ganze Menüführung ist. Ich habe es übrigens damals schon in der Demo für gut befunden. Achte, aber ich glaube, in der Demo damals gab es nur das Grasgehege. Jetzt gibt es auch ein Betongehege. Für Tiere, die man nicht liebt. So. Verschiedene Gehege eignen sich besser für bestimmte Tiere. Versuche, den idealen Lebensraum für deine Tiere zu bauen. Toll! Jetzt, da wir ein Gehege haben, können wir richtig das Geschäft starten, Tiere zu finden, um dein Zoo einen Schritt näher daran zu bringen, der beste Zoo auf dem Planeten Erde zu werden. Timber, australischer Zoowärter. Überpopulation. Tach, ich habe ein Geschenk für dich. Besuche mich in meinem Zoo und ich kann dir alles darüber erzählen. Finde einfach den australischen Zoo auf der Weltkarte. Wer kennt's nicht? Besuche Australien. Wir hatten letzten Monat einen unerwarteten Anstieg unserer Kaninchenpopulation und wir wissen einfach nicht, was wir mit ihnen anfangen sollen. Ich habe gehört, dass du einen neuen Zoo gründest und dachte sofort, das wäre das perfekte Zuhause für ein paar unserer Schlappohrenfellbündel. Was sagst du? Holen wir. 2x Hase. Diese Tiere wurden deiner Sammlung hinzugefügt. Ich bin mir sicher, du wirst sie lieben und deine Besucher auch. Wähle ein Gehege aus, in das die neuen Tiere rein sollen. Dann können wir sehen, ob die in Gefahr sind von ihren Mitbewohnern, ob die Unterkunft zufriedenstellend ist, ob das Territorium passt und ob die genug individuellen Platz haben. Achso, die haben 4 Territorium und ich habe einen Platz von 22. Ne, das macht auch keinen Sinn. Diese Person wird eine neue Aufgabe haben. Schließe 4 Handel mit Kuba Zoo ab. Kaninchen aus Australien importieren ist bestimmt CO2-bilanztechnisch besser, als du es vermuten würdest. Vor allem komme ich mit dem Helikopter. Neue Variante: Hase. Meine Tierbewertung ist hoch. Warum auch immer Hasen Miep machen. Es ist wahrscheinlich Zeit, den Zoo zu öffnen.
Ja. Ach da. Eröffne den Zoo. Diese Person wird eine neue Aufgabe haben. Der Bürgermeister hat heute unseren neuen Zoo offiziell eröffnet. Der Zoo mit dem Namen Zoorama wurde durch eine Investition von Kathleen K. eröffnet. Eine aufregende Zeit für alle, die die Eröffnung des neuen dörtlichen Zoos miterlebt haben. Piep, piep, zip. Vor allem fies vom Spiel eigentlich, weil meine Tiere gerade verhungern. Kein Wasser. Aber ich denke mal, dafür wird es eine Aufgabe geben. Oh, oder es gibt keine Aufgabe und ich muss selbst daran. Das ist für Gäste. Eine Wasserpumpe. Unzeug, Dekoration. Licht, Bank, Bauernhof. Ich bin irritiert. Baue einen Lagerraum für die Essensversorgung. Die gute alte Steinfarbe. Nimm dem Büro keine Wasserpumpe. Ja, eine Wasserpumpe ist da. Was, wenn ihr mehr verdient, seid ihr höflicher? Ach komm, wir lassen es im Standardgehalt. Du hast ein Gehege mit ungenügend Anreicherungsgegenständen platziert. Baue weitere bereichernde Gegenstände, mit denen deine Tiere spielen können. Oh mein Gott, Wege sind teuer. Aber ein Forschungszentrum für Forschung. In der Demo hast du auch irgendwie war der Ablauf anders. Natürlich, sie trinken Wasser. Ach so. Hier, Add Object, Bereich. Das wäre zum Beispiel das mit dem Spielzeug. Dass sie was zum Spielen haben. Baue ein Forschungsgebäude. Nehmen wir an. Pläne für Forschungszentrum im örtlichen Zoo. Der Zoo gab kürzlich bekannt, dass er den Bau eines Forschungszentrums plant. Und nach dem Bau können die Besucher erwarten, dass im Zoo ständig neue und aufregende Attraktionen erscheinen. Das Zoo-Management sagt, dass es derzeit keine Schätzungen darüber gibt, wann es abgeschlossen sein wird. Natürlich wird das sofort abgeschlossen sein, aber ich muss eben kurz auch noch für die hier. Ein Wasserbecken reinbauen.
So, Wasserbecken mit Wasserpumpe verbinden, versorgt die Tiere. Ein Tierwasserbecken liegt außerhalb der Reichweite einer Wasserpumpe. Entweder eine Wasserpumpe näher heranbringen oder eine neue in der Nähe des Beckens bauen. Ich bewege lieber die Pumpe runter. Stelle sicher, dass du genügend Wasserpumpen hast, um deine Wasserbecken abzudecken. Beweg diejenigen, die du besitzt, oder baue mehr, um zu verhindern, dass Tiere ohne Wasser sind. Durst ist der schnellste Weg für ein Tier zu sterben. Daher ist es wichtig, dass du dies unter Kontrolle hast. Jetzt bekomme ich $250 pro Tag, weil ich ein Forschungsgebäude gebaut habe. Dann kriegst du genau $250 Gehalt. Aufgaben. Erforsche ein Objekt. Wir sind wirklich darauf erpicht, unsere Arbeit zu beginnen. Aufgabe für diese Person erledigt 0 von 2. Forschung. Das ist der Forschungsbildschirm. Die Angestellten in der Forschungsstation arbeiten unermüdlich. Wow. Forscher für wichtige Gebäude und Boni erlauben dir, dass der Text zu lange ist. Ach so, da kann ich sehen, wo sich die unterschiedlichen Forschungssachen verstecken, wie zum Beispiel die Gehege. Auch wenn ich die jetzt noch nicht sehen kann. Aufgabe beendet. $100. Das kommt mir seltsam bekannt vor, hast du das schon mal gezeigt. Ja, das haben wir schon mal in der Demo gespielt. Das ist jetzt aber, sag ich mal, der Release-Kandidat, der in ein paar Tagen rauskommt. Für $5 Häschen anpacken. Das Spiel speichert am Ende jedes Kalendertages. Die Parkbewertungen zogen 24 Leute an. 5 Leute passten nicht in deine Busse. Eine fand den Eintrittspreis zu hoch. 18 Leute kamen in dein Zoo rein. Jetzt, wo wir vollständig im Geschäft sind, würde ich gerne deinen Fortschritt aufzeichnen. Wenn du 25 Gesamtbesucher erreichst, kann ich dir einen kleinen Leistungsbonus geben. Baue ein Lagerhaus. Wo bist du denn, Lagerhaus? Jedes Gebäude bringt Leute. Die ich bezahlen muss. Wohlfühlbericht. Großartig, einen neuen Zoo zu sehen. Ihr scheint ein paar Sachen zu lösen zu haben. Ich gebe euch vorerst ein paar Ratschläge, aber nächstes Mal bin ich nicht so großzügig. Deine Tiere brauchen mehr Zeit, um gefüttert und liebevoll aufgezogen zu werden. Deine Tiere werden nicht gut behandelt. Versuche es bitte besser zu machen. Nächstes Mal werde ich nicht so milde sein. Es ist schon sehr knuffig. So, Aufgabe erfüllt. Wer sich für den Preis interessiert, es wird bei etwa 20 Euro sein mit 10% Rabatt am ersten Tag, also 17 Euro irgendwas. Also in der ersten Woche, ersten beiden Wochen. Denn so wird an ein Rattenloch des Ekels, wenn du niemanden anstellst, der aufräumt.
So. Such mal einen Hausmeister. Es gibt hier nichts mehr für mich zu sehen. Ja. Woher auch? Oh, die Leute finden meinen Ticketpreis zu hoch. Und das zu Recht. Jetzt, wo wir vollständig im Geschäft sind. Achso, das war ja die Geschichte. Achso, das ist die Wärmekarte für unterschiedliche Sachen. Wasser trinken, Dekorationspunkte, Einflussbereich von Papierkörben, Lichtabdeckungskarte, Tierpflegerkarte, vor allem da haben wir niemanden. Ich weiß gar nicht, die haben überhaupt keine Nahrung, also keine Nahrungsmittel können die haben. Weil es gibt ja niemanden, der die pflegt. Da ich in dieses Geschäft investiert habe, hast du verschiedene Ziele, die du erreichen musst, um mehr Kapital freizuschalten. Erreiche mindestens 100 Gesamtbesucher und ich schalte etwas mehr Finanzierung frei. Weißt du, ich liebe es wirklich, viele Tiere zu sehen. Sie bringen mir Frieden und Gelassenheit. Aber ich bin auch Mitglied einer Online-Tiersuchergruppe. Also kämpfen wir darum, die Bilder der seltensten Spezies zu bekommen. Ich glaube nicht, dass wir sie im Zoo machen sollen. Aber ich liebe es einfach, auf Social Media zu gewinnen. Egal, was die Wahrheit ist. Wie auch immer, du solltest mehr Tiere holen. Ja. Hallöchen, wir haben diesen Hund gefunden. Er scheint sich verirrt zu haben. Es ist ein wunderschöner Labrador. Was willst du damit tun? Zieh ihn wie einen Löwen an und stelle ihn aus. Gib $50 aus, um eine Werbekampagne zu starten und seinen Besitzer zu finden. Und anscheinend ist das ein negativer Effekt auf den Park, dass wir ein böser Zoobesitzer sind, oder ein positiver Effekt, der ein bisschen PR bringt. Deine Entscheidungen sind wichtig. Die von dir getroffenen moralischen Entscheidungen wirken sich auf die Gebäude und Aktionen aus. Ah. Also ich schalte wahrscheinlich Spezialgebäude frei. Es wird nicht so sein, dass plötzlich mein Park aussieht wie, keine Ahnung, rechtsfreie Zone. Ach, die werden doch gefüttert. Da war nämlich gerade Futter drin. Ihr liebt die Häschen. Kann ich verstehen. Und dann ist Weihnachten, dann esst ihr alle Häschen. Diese Person wird eine neue Aufgabe haben. Ach so, das war jetzt das Einstellen des Hausmeisters. Na, nicht ganz so schnell. Normales Tempo reicht. Hallo Alex, grüß dich. Ich glaube, auf der Weltkarte kann ich nämlich andere Tiere holen. Muss aber bestehende Tiere tauschen mit denen. Du hast vielleicht gehört, dass eine Gans ziemlich schwierig sein kann. Lass mich dir sagen, dass dies mit Sicherheit nicht der Fall ist und in keiner Weise der Grund ist, warum wir versuchen, ein paar davon gegen nur ein Kaninchen einzutauschen. Nein, überhaupt nicht. Ich habe gehört, ein Baby wurde geboren. Ja, wir haben Babyhasen. Och, die haben sogar eine Lebenserwartung. Zu jung, um schwanger zu werden. Aktuelle Diät, was sie zurzeit ist. Medizinischer Status.
Und wir haben ja doch einen Tierpfleger. Komm, du kriegst einen Bonus, auch wenn du kein guter Tierpfleger bist. Wird eine Gans in der Graslandschaft leben wollen? Oder Beton? Wie bei den Kämpfen. Ich entscheide mich mal für Graslandschaft. Wenn ein Besucher müde ist, wird er langsam laufen oder den Park verlassen. Bänke und Stühle geben ihm eine Möglichkeit, sich auszuruhen und ihre Energie aufzutanken. Manche Texte sind noch nicht deutsch, das kann sich aber noch ändern bis zum Release. Die Sachen waren ja immer last minute. Ach, da sind die Dinger, die ich mit guten Moralpunkten freischalte. Pinguintonne. Zuchtstation. Nutze selektive Zucht. Ich weiß, dass ich ein Tier habe, was ich mit jemand anderen züchten kann. Beziehungsweise mit anderen teilen kann, beziehungsweise handeln. Das war der und dann bekommen wir zwei Gänse. Oh, mit diesem wirst du sicher glücklich und sie werden möglicherweise keine Probleme bereiten, aber ich empfehle deine Besucher nicht zu nahe ranzugehen. Gänse sind auch wirklich fiese Tiere. Juhu! Jetzt gibt's mehr Hasen zu gucken. Dieser Ort macht irgendwie Spaß. Nicht perfekt, aber besser als zu Hause zu sitzen. Wenigstens, man kann alles hin und her bewegen. Was will man mehr? Plastik oder Glasur? Ihr wollt eine Schlange tauschen gegen Schweine. Und das ist ein unentdecktes Tier, was wir noch nicht haben. Ja, und du würdest mir ein Schwein anbieten.
soll das Schwein mit den Gänsen zusammenleben. Die heute irgendwann kommen. Gibt ein VIP in deinem Zoo. Gelegentlich besuchen VIPs deinen Zoo. Du kannst mit ihnen interagieren, indem du sie findest und mit ihnen sprichst. Hopp, hopp, Kaninchen. Ich bin nicht sicher, wer der VIP sein soll. Eigentlich ist es wirklich wie das klassische Theme Park. Auch mit dem VIP der Besuch kommt. Obwohl, ich glaube, das war eine Einführung von Rollercoaster Tycoon. Das gab es bei Theme Park nicht. Ob ich jetzt gleich noch Gehalt verhandeln muss, aber ich... Nee, wahrscheinlich eher nicht. Ich möchte dir unser wärmst... Willkommen in unserer Stadt. Ich möchte dir unser wärmstes, herzliches Willkommen aussprechen. Die Leute der Stadt lieben es, einen Zoo hier zu haben. Und ich habe persönlich dafür gesorgt, dass das Land um deinen Zoo herum frei ist. Für Erweiterungen, wenn du mehr Land kaufen willst, um auszubauen, verkaufen wir es gerne... um auszubauen, verkaufen wir es dir gerne. Aufgrund der wachsenden Popularität des Zoos hat die Bürgermeisterin Pläne für eine Erweiterung genehmigt. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Bürokratie abzubauen, damit der Prozess zu beschleunigen... Um den Prozess zu beschleunigen, Land zu kaufen, solange sich der Zoo das leisten kann. Unsere Bürgermeisterin ist dann von dem Zoo und den Möglichkeiten, die die Einrichtung sowohl in Bezug auf Unterhaltung als auch auf Bildung bietet. Ich hoffe, dass wir in unserer Gegend einen Zoo von Weltrang bekommen, den wir stolz unser eigen nennen können, sagt sie. Wir haben noch nichts vom Zoo-Management-Team in Bezug auf ihre Expansion gehört, aber wir gehen davon aus, dass der Prozess in naher Zukunft beginnen wird. Das ist eine Schwarzmarkthändlerin mit dem Dollarzeichen. Die verkauft Tiere. Ich melde der Person der Polizei. Der Leiter des örtlichen Zoos soll einen Tierhändler bei der Polizei angezeigt haben. Händler wie dieser nehmen oft gefährdete Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum und verkaufen sie an den Meistbietenden. Illegale Wilderei hat viele bedrohte Tiere dem Aussterben näher gebracht. Und ist ein sehr schweres Vergehen. Dieser Händler wurde in Gewahrsam genommen und wird voraussichtlich eine Gefängnisstrafe für seine Verbrechen absitzen. Plöpp. Für 300 gekauft, 1000 Belohnung bekommen. Okay, der nächste Abschnitt wird 1000 kosten. Füge deinem Park Schilder hinzu, diese werden schlechtes Benehmen verringern und Besucher davon abhalten, sich zu verlaufen. Natürlich. U-Bahn-Paket. Ne, erstmal hier die Zuchtstation freischalten. Erstelle Arbeitszonen. Deine Tierpfleger sind ineffizient und lassen deine Tiere leiden. Erstelle Arbeitszonen für eine bessere Effizienz, indem du jeden Pfleger auswählst und ihm Arbeitsplätze zuweist. Maximiere die Effizienz, indem du erfahrene Pfleger in Gehege schickst, die größer und weiter vom Lagerraum entfernt sind. Verwende die Heatmap-Ansicht, um deine Zonen zu überprüfen. Thank you.
Du hast vielleicht bemerkt, dass dieser Text nicht zu Ende geschrieben wurde. Geschäftsmann besteigt den Bus zum Zoo. Aber wahrscheinlich kriegen wir einfach nur Besuch von einem Geschäftsmann. Juhu, ein Schweinchen! Carrie! Gefahr beim Zusammenleben, am meisten bedroht durch Gänse. Ach ja, sind doch Arschlochgänse. Ich muss das Schwein da rausholen. Kein Grund, das Schwein gegen eine Schlange zu tauschen oder sonst irgendwas in die Richtung. Plopp. Oh, Schweine brauchen ja ein riesen Territorium mit 16. Die Leute fanden meinen Eintrittspreis so hoch. Da habe ich inzwischen schon 5 Tiere. Na, sogar mehr. Ich habe vor, einen Transporthandel zu eröffnen, um industrielle Fahrzeuge und Busse zu verkaufen. Wenn du einen Geldbetrag investieren willst, eröffne ich ein Konto für dich und stelle sicher, dass du an der ersten Stelle stehst, wenn du Busse kaufst, um deinen Zoo zu bedienen. Ja, spenden wir. Dank einer Investition des örtlichen Zoos hat Car Sawyer ein Transportunternehmen eröffnet. Er hatte dies zu sagen: Ich bin so glücklich, ich werde nicht nur Busse in den Zoo verkaufen, sondern auch alle möglichen anderen Industriefahrzeuge an die Menschen in der Umgebung. Sawyer hofft eines Tages sein Geschäft, um seine andere Liebe zu erweitern. Themenparkattraktionen. Aber im Moment sieht es so aus, als würde das Geschäft dieses Transport-Tycoons in der Gegend fantastisch gut abschneiden. Das Lager muss nach unten, weil von da aus werden die Tiere gefüttert. Das sind alles Schlangen. Ach, sind Hyänen. Da ein bisschen aus wie Möpse. Ja, dann bleibst du erstmal ein einzelnes Schwein. Okay. Ich habe jetzt die Zonen zugeteilt, dass er sich um die 3 Gehege hier kümmert. Ich möchte das Tier im anderen Zoo spenden.
Verbrennungsanlage. Verbrenne verstorbene Tiere, um unansehnliche Leichen loszuwerden. Ja, irgendwo müssen sie ja hin. Aber ich hatte sie in den Essenverkauf gemacht. Franziska, die Hotdog-Standverkäuferin. Ja, es wäre nämlich eine Zucht aus zwei gleichen Tieren. Gehälter. Aber es gibt auch Zucht, also es gibt auch ein Genlabor nachher. Und mit dem Genlabor bist du in der Lage, Tiere zu kreuzen. 6 Leute passen nicht in deine Busse. 50 Besucher an einem Tag haben. Also ich muss ein Auge auf die Emissionen in dieser Region haben. Ich habe einen Vorschlag. Wieso erforschst du nicht ein paar alternative Energiequellen? Kathleen hat mich überzeugt, Aktien in deines Zoos zu kaufen und ich habe einige Ratschläge. Du brauchst Transport, viel Transport. Wenn du Menschen in dein Zoo bringst, hast du im Wesentlichen mehr Kunden. Geh also zum Eingangstor und kaufe so schnell wie möglich einen zweiten Bus. Also doch so. Prozentsatz von Leuten, die an diesem Tag eingesammelt wurden. Versuche genug Busse zu kaufen oder rüste die existierenden Busse auf, um diesen Wert auf 100% zu bringen. Ich brauche kein Labor und meine DNA mit einem Tier zu kreuzen. Das will ich gar nicht so hören. Da müssen wir hoch, damit wir die Windanlage freischalten. Aufgaben, 50 Besucher schon erreicht. 1500, danke. Ich glaube, die Tiere haben alle Persönlichkeitsstörungen. Weil die zischen, die Gänse. Noch ein Dollar-Typ, habe ich jetzt übersehen. Aber wird wahrscheinlich auch ein Schwarzhänder gewesen sein. Kapitän Bleich. Wir möchten auf unseren Bleichmittelflaschen einen süßen Eisbären anbringen und hinzufügen, dass wir Bargeld und Reinigungsprodukte an den Zoo spenden, damit die Kunden unsere saubere Botschaft verstehen. Du musst jedoch wirklich einige Toiletten bauen. Baue mindestens eine Toilette und nicht nur deine Kunden werden glücklicher sein. Wir spenden dir auch etwas Geld. Ich weiß nicht, ob Bleichmittel der beste Partner ist für einen Zoo, um zu zeigen, dass man umweltbewusst ist. Bleichmittel ist der beste Partner für eine Leichenhalle.
10 Forschung. Dann farbe ich anders die Tiere. Dann, wenn die sich kreuzen, sehen die anders aus von der Farbe. So, suchen wir noch einen weiteren Tierpfleger. Strom löschen. Nee, er will mir eigentlich sagen, dass ich die Zone löschen soll, indem der putzt. Ach, im Moment kannst du frei rumrennen, Hausmeister. Du machst das schon. Was für ein Zoo hat nicht genügend Bänke? Nimmst du keine Rücksicht auf die ältere Bevölkerung? Und was ist mit den faulen Leuten? Du solltest dir mehr Gedanken machen und ein paar Bänke bauen. Wobei habe ich schon 2 gebaut, weil ich an alte Menschen gedacht habe. Dummes Spiel. Ich bin der Intelligence hier. Hey, ich habe gesehen, dass ihr Gänse in eurem Zoo habt, aber wisst ihr, was noch großartiger ist? Ein V. Technisch gesehen ist das nur eine Gans, die farbig ist und einen schicken Kamm hat. Ich könnte den Kamm aus Pappmaché machen, das wäre toll. Ich übe an meinen Fähigkeiten und eure Besucher sehen einen exotischen Vogel. Bemale und ziehe deine Gänse an. Ich versuche mal ein netter Zoo zu sein. Du bist der Typ, der meine Gänse bemalen wollte. Und meine Gänse haben ein kleines Babygänschen bekommen. Niklas. Iris, die Gans. So, Toilette haben wir gebaut. Und für Senioren haben wir auch was gemacht. Toll, jetzt habe ich 2 Weibchen als Schweine. Ich habe übrigens gerade das Gefühl, dass es ganz schön heiß wird. Gibt es sowas wie eine Wettervorhersage? Du hast einen guten Job, wenn du deinen Kontostand auf 2000 bringen kannst, kannst du meine Freunde anrufen, um dir mehr Finanzierung zu geben. Halte 2000, aber schon erledigt. So, Windenergie freischalten.
Ein Sprecher des Zoos freute sich, eine Partnerschaft mit Wind Power Inc. zum Bau von Ökostromanlagen im Zoo bekannt zu geben. Der örtliche Geschäftsführer des Kraftwerkskonzerns sagt, Kraftwerkkonzern sagte, wir sind nicht damit einverstanden, dass Menschen ihren eigenen Strom erzeugen und ihn nicht von uns kaufen. Das liegt daran, dass Führungskräfte wie ich jedes Jahr Millionen von Dollar verdienen, ohne viel zu tun, und dies bedroht meine dekadente Lebensweise. Sicher, wir erwärmen den Planeten, aber die Menschen lieben warmes Wetter. Der Zoo plant in naher Zukunft mit dem Bau eigener Stromgeneratoren zu beginnen. Dieses Spiel will mich politisch manipulieren. Dadurch kriege ich Gutmensch-Punkte. So, wenn ich jetzt finden würde, wie ich ein Gehege erweitern kann, wäre ich super zufrieden. Aber ich glaube, genau diese Funktion existiert nicht. Tor bewegen. Ah ne, hier ändern. Schweine brauchen viel Platz. Die Ticketpreise sind so günstig, sicher, dass es kein Fehler ist. Wir können gerne um einen Dollar erhöhen. Nee, du gehörst da gar nicht rein, du Schwein. Du gehörst hier in das linke Gehege rein. Ich finde die Darstellung ganz süß. Ich weiß, ich rede immer über Geld, aber das ist mein Job. Tatsächlich liebe ich Geld. Ich brauche immer mehr davon, weshalb ich in deinen Zoo investiert habe. Wenn du noch mehr Besucher anlocken kannst, könnten wir mehr Aktien verkaufen und mehr Finanzierung für dich ermöglichen. 3000 Besucher. Ich sehe nicht mehr so viele wilde Tiere außerhalb des Zoos. Erhaltet 25 Tiere. Guten Abend, Hades. Besitze mehr Busse. Besitze mindestens 4 Minibusse auf Linie Horizontdorf. So, mit den Bussen können wir sofort erfüllen. Moment, 3000 Besucher am Tag? Ach, insgesamt. Ja, das ist ja kein Ding. Backsteintoiletten, Pflanzensamen, Kohl. Schalte diese Art von Saatgut frei, damit es auf deiner Farm anpflanzen kann. Also wirst du auch Farming betreiben können.
Ja, eine Schlange gegen zwei Schweine, aber ich brauche ja. Das Tier kennen wir nicht. Noch mehr Gänse machen keinen Sinn. Ich muss das Zwischentier hier finden. Das sieht aber aus wie ein Papagei. Düt. Das sind keine neuen Tiere, das sind alles Tiere, die ich schon habe. Ah, Hilfe. Aber schön, dass du wirklich alles wenigstens nochmal hin und her bewegen kannst. Stell sicher, dass du genügend Wasserpumpen hast. Aber das sollte kein Problem sein. Das Wasser müsste in der Nähe sein. Auch das Stück rüber. Fütter sie, sonst sind sie, glaube ich, tot. Sie werden gefüttert. Keine Ahnung, warum ich die Tiere so eingefärcht habe am Anfang. Ich habe ja Platz. Den mächtigen Gorilla gibt es nicht mehr. Von der Jagd bis zum Verlust von Lebensräumen standen die Menschenaffen schon immer unter dem Druck der Menschheit. Und heute wurde der letzte wilde Gorilla, ein Männchen namens Bubbles, leider beigesetzt, wodurch Gorillas in freier Wildbahn ausgestorben sind. Ein Experte von Global Zookeeper Society machte Hoffnung. Obwohl diese majestätischen Tiere nicht mehr in freier Wildbahn sind, können wir sie dennoch wiederbeleben. Durch gezielte Zuchtprogramme in Zoos können wir diese Tiere wieder auswildern. Die Wiederherstellung der natürlichen Ordnung der Dinge kann dazu beitragen, den endlosen Krieg der Menschheit gegen die natürliche Welt zu korrigieren. Das Spiel ist natürlich nicht gratis. Es gab ein riesiges Feuer im nahen Wald. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Kannst du an uns spenden, damit wir so viele Tiere wie möglich retten können? Nach etwas
Noch etwas, du wirst dich um sie in deinem Zoo kümmern müssen. Spende 1000 und nimm ankommende Tiere aus dem Wald auf. Übrigens, diese Entscheidungsgeschichten, die gab es in der Demo noch nicht damals. Darf ich vielleicht das Gehege erstmal... Ach, ist auch egal. Komm zu den Schweinen. Hallöchen, ich arbeite als ein Blindenhundetrainer. Gib mir einen Hasen. Ja, hier, bitte. Entdecke 3 Arten von Hausmeistern. Soll ich die auch in ein Gehege sperren? Ich bin der Dunkellord Gilgeros und ich bin gekommen, um deine bösesten Tiere anzusehen. Aber ich mag das Licht nicht, weil ich ein Vampir bin. Bitte lass mich durch deinen Zoo-Untergrund reisen. Baue 2 U-Bahnen. Was habe ich denn da bekommen? Wasserschweine. Die größten Nagetiere der Welt sind wahrscheinlich auch die freundlichsten Tiere der Welt. Sie sind so unkompliziert, dass andere Tiere sie oft nur wie Möbel behandeln. Sie können auch im Wasser schlafen. Ach, sehr knuffig alles, ey. So, du gehst auch über das neue Gehege. Kriegt auch einfach ein paar Bälle. Oh, da hinten fehlt wirklich die Wasserverbindung. Ja, meine Gänse haben kein Wasser. Ich glaube, das soll nicht 3 Arten heißen, sondern soll heißen, dass ich 3 Hausmeister haben soll. Ja, ich weiß, das Gehege ist ein bisschen dreckig. Müll eingesammelt. Wasser, verbrauchtes Wasser für die Tiere. Methan abgegeben. Oh mein Gott. Es gibt wirklich eine Methanstatistik für meinen Zoo. Aber ich habe gesehen, ich produziere mit dem Windrad sogar Strom und kann Strom zurück in das Stromnetz geben, der Stadt, und kann damit Geld verdienen. Oder ich kann es wenigstens auf 0 drücken dadurch.
Genomspende. Lass uns den Zoo spleasen. Nee, spleißen. Wir von der Monsanto Corporation möchten die Pene für einen CRISPR-Spicer spenden. Seit der Entdeckung von CRISPR ist es möglich, Tiere zu erschaffen, indem du buchstäblich ihre DNA bearbeitest. Willst du ein Hippodil oder ein Schweineaffen? Wenn du das Genom eines Tiers kartierst, indem du alle 10 Varianten eines beliebigen Tiertyps findest oder züchtest, kannst du deine eigenen Tiere erstellen. Viele Wissenschaftler haben ihre Köpfe zusammengesteckt und eine bahnbrechende Technologie entwickelt, die das Unmögliche möglich macht, Tierköpfe und Körper zu übertragen, um sie zusammenzufügen. Bei den Interviews waren die Mitarbeiter und das Management sehr verschwiegen, was den Prozess anbelangt, aber sie behaupten, dass es nichts Illegales ist. Einige Leute machen sich Sorgen darüber, was dies für die Zukunft bedeutet und welche ethischen Probleme dabei auftreten können. Für andere ist dies ein großer Fortschritt für die Wissenschaft, der den Zoo und die Menschheit hoffentlich zu größeren Höhen führen wird. Es ist nicht bekannt, wann der Zoo beabsichtigt, die gesamte Anlage zu bauen und mit dem Tierspließen zu beginnen. Spleißen. Möchte ich das Gehege auch sauber machen? Dabei steht bei Hygiene, dass das Gehege ist gar nicht so dreckig. Die Augen des Schweins sind so menschlich. Anlage kostet 1000 und es ist ein weiterer Angestellter dafür also notwendig. So, haben wir erstmal die 3 Hausmeister. Ja, wo willst du, dass ich den Splicer baue? Genmanipulierte Tiere gleich mehr Kohle. Willkommen im Jurassic Park. Und er nimmt aber viel Gehalt. Jedes Gehege von mir bekommt Futter. Bilde ein Genom, in dem du alle 10 Tiervarianten erhältst. Da sehen wir schon, da fehlen Varianten und dann kannst du das irgendwann dann zusammenfügen. Klone ein Tier. Das sind dann diese farblichen Änderungen. Ja, euch habe ich aber schon in der Variation. Wird also nicht ohne sein, diese 10 unterschiedlichen Varianten pro Tier zu sammeln.
Dafür habe ich aus einer Person, die 400 Dollar mehr Gehalt frisst. Die Menschen halten sich nicht an meine Gehwege, was die ganze Sache noch schlimmer macht. So, das ist mit der Zucht gemeint. Wenn sich die beiden paaren würden, habe ich eine Chance drauf, eine dritte Variante rauszuholen. Hier, die New-Variante. Könnte auch einen großen gelben Ball haben. Ticketpreis ist so niedrig. Da, hä? Aber es sind immer ein paar Leute, die wollen nicht bezahlen. Bei der Musik ist auch noch so tiefenentspannt. Ja, aber das wird eine Stunde angespielt. Fehlt leider jetzt gerade, dass wir kein Genom anpassen können, aber ich weiß, dass wir das früher angespielt in der Demo, hast du das Genom bekommen. Ich glaube, weil ich die 1000 Dollar bezahlt habe mit dem CRISPR. Das Spiel wird, glaube ich, 17,95 € kosten. Es wurde jedenfalls im Forum auf Steam mal kurz angedeutet, dass es eigentlich um die 20, also 19 Dollar irgendwas kosten soll und es soll einen Rabatt geben von 10% in den ersten Wochen. Und da es 300.000 unterschiedliche Tierverbindungen gibt, es ist halt ein süßes kleines Aufbauspielchen mit Parkmanagement. Das hier wird schon einige Zeit unterhalten können, jeglicher Person da draußen, die einfach nur ein kleines Herz hat für Gefühle. Und für Tiere. Gibt es die Möglichkeit, Sachen zu duplizieren? Nö. Müll in der Tonne voll. Hat man nicht auch eine Mission mit 5 Essensgeschäfte bauen? Deine Tierpfleger sind nicht mehr in der Lage, ihre tägliche Runde zu verenden. Du sollst darüber nachdenken, weitere Tierpfleger einzustellen oder sie effizienter zu machen, indem du ihre Arbeitszone überprüfst. Ja.
Ich glaube, das gilt nicht als Essensgeschäft. Nämlich Unterschied, Getränke zu essen. Wie viel Tier? Zwei Stück. Dann mach du die beiden Gehege. Danke nochmal an dieser Stelle fürs Vorstellen. Ich glaube, ich habe das Spiel durch einen früheren Stream von dir erst das erste Mal sehen dürfen. Wie du gerade gesagt hast, ein kleines Spiel spricht mich auf jeden Fall an. Hast mich auf jeden Fall heiß auf den Release gemacht. Es sind auch nur noch zwei Tage, also... Aufgabe erledigt. Also irgendwie sind die Kaninchen außer Rand und Band. Vielleicht auch, weil es so viele sind. Man kann aber auch angehen, dass die Tiere sich nicht mehr vermehren dürfen. Noch ein Wasserschweinchen. Ja, wie gesagt. Ich wollte es nur gerne nochmal zeigen vom Release. Das ist Let's Build a Zoo. Und meines Erachtens cooles kleines Spielchen. Ich denke mal, die paar Übersetzungsfehler drin, die werden dann noch mit dem Release drin sein, weil das ist ja die Preview für Beta-Testing und die kriegt ja meist immer noch ein Patch am ersten Tag zum Release hin. Und ich denke mal, die Entwickler werden auch noch die eine oder andere Sache dann ausbeulen. Ist übrigens, glaube ich, kein Early Access-Titel, sondern ist halt ein normaler Release eines fertigen Spiels, wobei das nichts heißt. Also es gibt ja Spiele, die werden auch released und kriegen dann trotzdem noch eine Roadmap. Und danke Kritex für einen Stufe 2 Sub noch. Aber ich würde an der Stelle jetzt erstmal breaken, weil es ja immer so eine Stunde Gameplay ist, um das mal zu zeigen. Und ja, viel Glück und Erfolg beim Release. Wem es gefallen hat, unterstützt die Entwickler und kauft euch das Spiel. Ein Tierhändler, der kürzlich dank der Wachsamkeit des örtlichen Zoos ins Gefängnis gesteckt wurde, ist wieder auf freiem Fuß, nachdem er seine Zeit für seine Beteiligung am Verkauf exotischer Wildtiere abgesessen hat. Er sagt, ich liebe Tiere und den Lebensstil, den sie mir ermöglichen. Es wird schwer sein, nicht zu meinen alten Gewohnheiten zurückzukehren, aber ich sage Ihnen eins, ich vertraue dem örtlichen Zoo dadurch etwas weniger. Generiere 100 Elektrizität in der Woche. Captain Cola. Hallo, Captain Cola hier. Ich muss im Charakter bleiben und die ganze Zeit glücklich sein, sonst feuert mich das Unternehmen. Also vergiss Koalas und hol die Cola. Wir wollen wedelnde Schwänze und größere Verkäufe.
Bitte maximiere deine Cola-Verkäufe. Wenn das Unternehmen seine Verkaufsziele erreicht, bekomme ich einen Tag frei und lass mich dir sagen, so einen brauche ich gerade wirklich. Süß.